Ja, dies zur Einstimmung auf die heutige Debatte im Foyer des Bundestages ist mein Kollege Erhard Schärfer. Erhard, guten Morgen. Was erwartet uns heute im Deutschen Bundestag? Ja, Alfred Schier, Tag 3 der Haushaltswoche heute. Und es geht unter anderem um die Etats für die Ministerien Wirtschaft und Klimaschutz. Es geht um Ernährung und Landwirtschaft und um das Thema Gesundheit. Also 3 Themen, die zu den großen Themen in diesen Tagen zählen und zu den großen Herausforderungen. Beginnen wird aber der heutige Tag der Haushaltswoche mit dem Etat des Bundesinnenministeriums. Das hätte vor 3, 4, 5 Jahren noch ganz anders im Fokus und im Mittelpunkt gestanden. Und das aus nachvollziehbaren Gründen. Denn heute auf den Tag genau vor 3 Jahren ist der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke erschossen worden von einem Täter mit, inzwischen auch verurteilt und deshalb kann man es auch so sagen, rechtsextremen, völkisch-nationalen Motiven das Ganze. Und insgesamt, muss man sagen, hat sich die Lage in diesem Feld im Bereich der politisch motivierten Straftaten nicht verbessert. Im Gegenteil, im vergangenen Jahr war die Anzahl solcher Straftaten so hoch wie nie. Auch die Anzahl der Gewalttaten ist deutlich nach oben gegangen und rechtsextremistisch motivierte Taten ebenso wie judenfeindliche. Also insgesamt keine besonders gute Ausgangslage. Aber im Mittelpunkt in diesen Tagen stehen vor allem andere Bereiche, nämlich die digitale Welt mit Chats und Messenger-Diensten und deren Möglichkeiten oder mit deren Möglichkeiten ja auch Verbreitung, Verabredung zu Straftaten getroffen werden können. Also wird dieses auch besonders intensiv diskutiert. Es geht da um Cyber, aber auch um Pädokriminalität und manches mehr. Also großes Feld insgesamt. Wir wollen ein paar Punkte vorab aufnehmen, schon mal in unserem Gespräch hier heute Morgen, bevor um 9 der Bundestag darüber diskutiert, mit Joanna Kotar aus der AfD-Fraktion, wo sie digitalpolitische Sprecherin ist. Guten Morgen Ihnen. Guten Morgen. Und Dirk Wiese ist bei uns, der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion. Auch Ihnen einen guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe ziemlich viele Themen angerissen. Wir werden nur einen Teil davon erörtern können. Vielleicht aber trotzdem erstmal allgemein. Täuscht der Eindruck oder ist diese Koalition oder ist auch dieses Innenministerium bislang von noch einiges schuldig geblieben im Vergleich zu dem, was angekündigt worden ist zu Beginn der Regierungszeit? Nein, ganz im Gegenteil. Gerade der heutige Haushalt, den wir für das Bundesinnenministerium beschließen, ist der höchste Etat, den das Bundesinnenministerium jemals in der Geschichte gehabt hat. Wir stärken die Bereiche Cybersicherheit, wir stärken die Bereiche Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz, wo wir die Lehren ziehen wollen, gerade aus der schlimmen Flutkatastrophe im Ahrtal, zuletzt die Tornados, die wir gesehen haben in Lippstadt und Paderborn, wo wir einfach die großen Bedrohungsszenarien auch aufgrund der klimatischen Veränderungen letztendlich sehen, aber auch die klaren Prioritäten im Kampf gegen Extremismus, insbesondere den Rechtsextremismus sehen, der, wie alle Lageeinschätzungen momentan deutlich machen, eine der größten Gefahren für die Demokratie in unserem Land ist. Konkret ist noch nichts verabschiedet. Es ist verabschiedet, dass wir gegen Hass und Hetze verstärkt vorgehen wollen, gerade auch im Internet. Wir haben ja, wie Sie es ja auch angekündigt haben, leider Fälle, wo aus Worten Taten geworden sind. Hier gehen wir ganz klar vor. Wir wollen auch gleichzeitig im Kampf gegen Extremismus dafür sorgen, dass Verfassungsfeinde nicht im öffentlichen Dienst sind. Und wir wollen die Mittel für die Demokratie, um die Demokratie zu stärken, auch mit einem Demokratiefördergesetz zeitnah auf den Weg bringen. Das sind Schritte, die gehen in die richtige Richtung, um unsere Demokratie in unserem Land zu stärken. Viele Vorhaben. Frau Kotar, was ist Ihre Sicht der Dinge? Naja, es wurde viel angekündigt, bis jetzt noch gar nichts umgesetzt. Frau Faeser ist eigentlich damit aufgefallen, dass Sie eher Vorschläge gemacht haben, die die Fachwelt belächelt hat oder sich darüber empört hat. Welche zum Beispiel? Die Hackbacks zum Beispiel, dass sie gesagt hat, sie ist für Hackbacks, wenn wir digital angegriffen werden durch Cyberangriffe, dass wir zurückhacken sollen. Dann hat die ganze Fachwelt aufgelacht, dann ist sie schnell zurückgerudert. Damit ist die Innenministerin bisher aufgefallen. Müssen Sie vielleicht erläutern den Begriff, weil ich vermute mal, nicht alle ihn verstehen. Und ich ziehe mich da mal gerade mit ein. Das ist, wenn wir angegriffen werden durch einen Cyberangriff, unsere Infrastruktur etc., dass wir die Möglichkeit haben sollen in Deutschland, dass wir zurückhacken und zurückangreifen. Und das ist alles gar nicht so einfach möglich. Es ist eigentlich die dümmstmögliche Chance, sich tatsächlich zu wehren, anstatt dafür zu sorgen, dass wir uns wehren können, dass wir defensive Abwehrmaßnahmen gegen Cyberattacken haben. Das hat die ganze Fachwelt, Frau Faeser, erklärt und dementsprechend ist sie dann auch zurückgerudert. Herr Wiese. Ja, das ist nicht ganz richtig, denn wir haben die klaren Prioritäten im Bereich Cybersicherheit gesetzt. Jetzt ist es so, heute wird der Etat für das Bundesinnenministerium verabschiedet. Wir setzen die klaren Prioritäten für das Bundesamt der Sicherheits- und Informationstechnik. Wir haben mehr personelle Stärken, die wir hier aufbauen. Dieses Bundesamt muss auch weiter gestärkt werden und im Bereich der Cyberabwehr aktiv und gut aufgestellt zu sein. Das zeigen gerade die Bedrohungslagen, die wir durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sehen, wo es immer mehr Angriffe und Unsicherheiten letztendlich auch gibt. Einige Beispiele haben wir in den vergangenen Wochen gesehen.
sehen. Und von daher, wir gehen in dem Bereich voran. Aber nochmal, eine der größten Bedrohungsherausforderungen ist auch der Kampf gegen Extremismus, gerade durch Parteikollegen wie Höcke, Schrupalla und andere innerhalb der AfD. Und dass gerade hierzu jetzt nichts gesagt worden ist, das überrascht mich jetzt nicht. Müssen wir jetzt mal die Gelegenheit geben, auch dazu noch ein, zwei Sätze zu sagen? Naja, also zuerst würde ich ganz gerne sagen, wenn Sie sagen, das BSI, das soll gestärkt werden, ich wäre schon mal froh, wenn es nicht mehr in Abhängigkeit vom Innenministerium stehen würde, damit wir richtig für die Sicherheit in Deutschland sorgen können. Sondern wo? Das war eine eigenständige Behörde, nicht abhängig vom Innenministerium. Das Innenministerium ist natürlich immer darauf bedacht, die Hand drüber zu halten, zu sagen, wir brauchen irgendwie Hintertüren, damit wir was überwachen können. Und das BSI ist für unsere Sicherheit, für unsere Cybersicherheit zuständig. Und die sind natürlich dann interessiert, gewisse Lücken zu schließen und all das, was dem Innenministerium eigentlich widerspricht. Und das passt nicht zusammen, deswegen muss das BSI tatsächlich selbstständig gestellt werden. Und wieso Herr Kupala plötzlich ein Rechtsextremist sein soll, das müssen Sie mir erstmal erklären. Aber er hat, glaube ich, auch Ihren Kollegen Höcke erwähnt, der Herr Wiese, hat er in dem Kontext. Hat er, aber also ich habe mir jetzt mal die Zahlen angeguckt, auch in Vorbereitung auf dieses Interview. Und da hat die Bundesanwaltschaft im letzten Jahr Ermittlungsverfahren eingeleitet. 210 gegen Islamismus, 10 gegen Linksextremismus und 5 gegen Rechtsextremismus. Also diese aufgebaute, die größte Bedrohung in Deutschland ist der Rechtsextremismus. Das geben die Zahlen einfach nicht her. Ach, dann bleiben wir doch nochmal bei dem Thema. Eigentlich hatte ich ganz was anderes vor an dieser Stelle, aber irgendwie, weil ich jetzt einfach da auch nochmal die andere Seite zu hören wollte, weil Sie ja eben auch gesagt haben, Herr Wiese, dass das der größte Gefahrenbereich sei. Wenn man diese Zahlen hört, klingt es ja so, als sei das nicht so. Nein, da muss man ganz klar widersprechen. Und wir haben die polizeiliche Kriminalstatistik letztens auch erst vorgelegt bekommen. Wir haben gerade den Lagebericht Extremismus vorgelegt bekommen, wo ganz klar deutlich wird, dass die größte Gefahr für diese Demokratie vom Rechtsextremismus ausgeht, vom militanten Rechtsextremismus ausgeht. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder Anschläge im Bereich des Rechtsterrorismus auch gehabt. Und das sozusagen jetzt hier zu verharmlosen, liegt sicherlich an den engen Verknüpfungen der AfD in dieses Milieu. Haben Sie denn ein paar Zahlen für mich? Die Zahlen sind für alle öffentlich nachlesbar. Ich kann Ihnen gleich den Bericht auch gerne zur Verfügung stellen. Ein bisschen Sacharbeit tut ja ganz gut, wenn man sich da noch weiter informiert. Das meine ich. Deswegen müssten Sie eigentlich die Zahlen parat haben, wenn Sie sowas behaupten. Ich habe hier welche. 2021 habe ich eingangs schon gesagt, 55.000 Straftaten, die als politisch motiviert gelten. Ein Zuwachs bei Gewalttaten von 16%. So viel rechtsextremistisch motivierte Straftaten, ich glaube auch wie bisher, ca. 22.000. Judenfeindliche Straftaten plus 29%, ein Höchststand. Also das sind die offiziellen Zahlen, auf die ich zugegriffen habe gestern bei der Vorrecherche. Ja, jetzt müssen Sie gucken, was fällt denn unter politische rechte Straftaten? Wenn ein syrischer Einwanderer ein Hakenkreuz an eine Wand malt, dann fällt das unter das politische Rechts. Und dann überlegen wir uns mal, wie diese hohen Zahlen zustande kommen. Und wir wissen alle, dass das gewollt ist, dass diese Zahlen so hoch sind. Da müsste man viel mehr differenzieren. Und wenn es Angriffe auf die jüdischen Mitbürger bei uns in Deutschland gibt, dann müssen Sie sich die Täter auch anschauen. Die kommen meistens aus dem islamischen Bereich. Und auch das wird eher verschleiert, weil man diese Wahrheit nicht hören möchte. Herr Wiese. Ja, also jetzt ein Beispiel heranzuziehen, ein syrischer Einwanderer, der ein Hakenkreuz auf die Wand malt. Man muss jetzt mal ganz kurz feststellen, dass da doch die Argumentationsgrundlage sehr schwach ist. Wir können das sehr klar sagen. Der Mord an Walter Lübcke, Hanau, Halle, da sind die schweren Attentate passiert, die rechtsterroristischen Hintergrund haben. Und sich hier hinzustellen und das zu verharmlosen und hier keine klare Linie zu haben, sondern eine Linie zu vertreten, die von einem Björn Höcke, dann auch noch einem Parteikollegen von Ihnen, immer wieder instrumentalisiert wird, ausgenutzt wird, das ist schon, muss ich sagen, wirklich erschreckend heute Morgen. Wir dürfen Sie einmal noch was dazu sagen, dann wechseln wir das Thema. Also das ist eigentlich gar nicht wert. Ich weiß nicht, wie man Herrn Höcke mit dem Rechtsextremismus und diesen Taten in Verbindung bringen kann. Es tut mir leid, von daher ist es gar nicht wert, darauf zu antworten. Dann lassen wir das an dieser Stelle hier so stehen. Erwähnen der Verfassungsschutz in diesem Kontext nicht. Die EU-Kommission hat einen Plan, eine Pflicht zu erlassen für Internetunternehmen wie Google, Facebook und andere, ihre Seiten nach Missbrauchsfotos und Videos zu durchsuchen. Dieser Plan ist in der Diskussion. Die Bundesinnenministerium hat sich verhalten positiv geäußert zu dem ganzen Vorgang, auch wenn sie sagt, Prävention und Strafverfolgung seien noch ein bisschen wichtiger. Wie ist die Position der Bundestagsfraktion dazu, der SPD? Yeah. Haben die Vorschläge aus der EU-Kommission zur Kenntnis genommen. Da ist viel Richtiges drin. Einiges muss man sich aber auch noch genau anschauen, weil gerade vor dem Hintergrund muss man wissen, wir warten noch auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zur Vorratsdatenspeicherung. Wir haben einige Hinweise des EuGH bekommen, dass das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren zulässig ist oder auch die Speicherung von Daten, gerade bei schwersten Straftaten. Von daher, wir schauen da sehr genau hin und sind jetzt in enger Abstimmung, um auch die richtigen und wichtigen Sachen, die wir brauchen im Kampf gegen den ausufernden Formen des sexuellen Missbrauchs von Kindern, was wir ja gerade in den letzten Tagen
Tagen wieder die Fälle gesehen haben, um hier auch weiter voranzukommen. Sie sprechen den Fall in Wermelskirchen an. Das ganze Thema firmiert, Frau Cotin, unter dem Begriff Chatkontrolle. In der Zeit habe ich dazu gelesen, ein bisschen irreführender Begriff, sagen die, weil er suggeriert, dass jegliche Privatsphäre durchforstet wird. Ziel ist laut der EU allerdings ein möglichst geringer Eingriff in eben diesem Bereich. Sie lehnen das Ganze in Bausch und Bogen ab. Warum? Ja, was ist falsch daran, Missbrauch zu verhindern oder zumindest die Verbreitung von Missbrauchsfotos oder Videos zu verhindern? Daran ist erstmal gar nichts falsch. Aber das lehne nicht nur ich ab, das lehnt die gesamte Fachwelt ab. Denn das führt tatsächlich mit unterschiedlichen Argumenten. Ja, aber das führt tatsächlich zur Massenüberwachung. Und es wundert mich ein bisschen und es erschreckt mich ein bisschen, dass die SPD davon nicht direkt Abstand nimmt und auch Frau Faeser nicht direkt davon Abstand genommen hat. Hier geht es auch um Verschlüsselungen, hier geht es um die Privatsphäre der Leute, hier geht es darum, dass Unternehmen mit Uploadfiltern, mit allem, was möglich ist, die privaten Nachrichten, alles, was die User posten, durchleuchten. Und wenn sie dann ein Foto posten oder verschicken von ihrem Kind am Strand, dann landet das eventuell bei irgendwelchen Ermittlungsbehörden. Das geht so nicht. Was ist das höhere Gut? Private Kommunikation oder Schutz von Kindern vor Missbrauch? Das kann man so überhaupt gar nicht gegenüberstellen. Das ist eben das Problem. Man kommt mit dem Begriff Kinderpornografie, man bekommt mit diesen erschreckenden Begriffen, wo jeder sagt, natürlich wollen wir dagegen vorgehen. Aber nicht alle Maßnahmen sind gerechtfertigt. Und eine Massenüberwachung durch die Hintertür einzuführen und als Aushängeschild zu sagen, wir gehen gegen Kinderpornografie vor, das geht nicht. Das ist gefährlich. Das ist ein ganz gefährlicher Weg und den dürfen wir nicht beschreiten. Herr Wiese, was ist das höhere Gut? Private Kommunikation oder Schutz von Kindern vor Missbrauch? Ich habe da eine sehr klare Priorität. Wenn ich mir die fürchterlichen Verbrechen an Kindern anschaue, die ihr ganzes Leben lang darunter leiden, dann müssen wir genau hinschauen, was ist rechtsstaatlich möglich, um diese Täter zur Rechenschaft zu ziehen, um diese schlimmen Taten zu verhindern. Man muss genau hinschauen, was wirkt. Das Quick-Freeze-Verfahren kann eine Möglichkeit letztendlich sein. Müssen wir vielleicht auch noch mal, entschuldigen, ganz kurz wenigstens noch einen Halbsatz darauf verwenden. Es geht darum, Daten relativ schnell zu sichern für einen bestimmten Zeitraum, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau, wenn Anhaltspunkte, Ermittlungsanhaltspunkte da sind, dass sozusagen Daten, IP-Adressen eingefroren werden, damit die Ermittlungsbehörden die Möglichkeit haben, darauf zuzugreifen. Und im Bereich von schwersten Straftaten auch die Speicherung IP-Adressen ist ein Vorschlag, den Nancy Faeser gerade gemacht hat, auch umzusetzen. Und wie gesagt, meine klare Priorität ist da der Schutz der Kinder. Hier müssen wir vorangehen, hier müssen wir auch noch mehr tun. Und dass die AfD Schwierigkeiten mit der Veröffentlichung von Chatprotokollen hat, das haben wir ja gerade erst in der Vergangenheit gesehen, aber die werden ja auch so veröffentlicht. Speicherung, ganz kurz nur, um das so erklären, auch nochmal den Zuschauerinnen, die nicht ganz so tief drin sind, die Speicherung von IP-Adressen, deshalb interessant, weil die auf einen bestimmten Rechner, von dem aus irgendwas veröffentlicht worden ist, zurückweisen, die aber relativ schnell wechseln können. Auch unter, so, und deswegen muss man die sichern, genau, damit man denn das weiter nachverfolgen kann. Jetzt dürfen Sie. Ganz kurz dazu Stellung beziehen. Im Digitalausschuss hat Ihr Koalitionspartner, die FDP, daran erinnert, dass diese Chatkontrollen, so wie sie jetzt geplant ist, gegen den Koalitionsvertrag verstoßen. Und ich wäre dankbar und froh, wenn die SPD das auf dem Schirm hätte. Was würden Sie denn machen, wenn um diese Fälle, die Sie ja offensichtlich auch verurteilen, irgendwie um sowas zu verhindern, einzudämmen, zu verfolgen, auch die Täter dingfest zu machen und alles, was dazugehört, wenn dieser Bereich der Versuch der Strafverfolgung ausfällt? Was sind Ihre Alternativvorschläge? Das ist das, was ich generell sage bei Straftaten im Internet. Das, was analog verboten ist, ist im Internet verboten. Und wir müssen unsere Justiz und unsere Polizei in die Lage versetzen, dass sie dem tatsächlich nachgehen kann. Wir haben zu wenig Personal, wir haben zu wenig gut ausgebildetes Personal. Da müssen wir massiv ausstocken, dass sie sich auch im Cyberraum richtig bewegen können und dementsprechend auch richtig ermitteln können. Das ist die Aufgabe unserer Behörden und denen müssen sie nachkommen, aber bitte nicht jeden Bürger unter Generalverdacht stellen und seine privaten Nachrichten. An der Stelle vermute ich mal, sind Sie ja durchaus einig, dass es da mehr Personal braucht, irgendwie, um die Fälle ordnungsgemäß nachzuverfolgen. Warum dann trotzdem noch dieser zusätzliche Weg? Weil wir letztendlich auf der einen Seite natürlich Personal Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz brauchen, um diese schiere Anzahl an Daten überhaupt letztendlich auch Herr zu werden. Aber ich habe im Internet die Herausforderung, dass die Täter sozusagen sich verstecken können, nicht gefunden werden können, den Möglichkeiten, die das Internet ihnen momentan gibt, nutzt, um diese Straftaten zu begehen. Und da muss ich ganz deutlich sagen, hier müssen wir die Möglichkeiten, die rechtsstaatlich zulässig sind, nutzen, um diesen Tätern, die diese perfiden Taten begehen, dingfest zu werden, handhabt zu werden und die Kinder zu schützen. Und das ist eine klare Priorität und da bin ich sehr eindeutig und habe da nicht so eine Auffassung wie die Kollegin. Im Ziel wahrscheinlich einig über die Art und Weise. Sehr unterschiedliche Auffassungen, das haben wir jetzt gerade auch noch mal gemerkt. Herr Wiese, vielen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns gewesen sind. Auch Ihnen, Frau Cotin, vielen Dank. Die Diskussion wird gleich im Plenum fortgesetzt werden. Ich vermute mal ein klein wenig auch zu diesem Thema, weil es im Moment zu den aktuell Diskutierten gehört. Vielen Dank für heute Morgen.